Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir uns einmal hier in der Hauptstadt Waldracken besorgen können. Und zwar bin ich da auf den Koordinaten 43, 42 und zwar ist hier der Eingang dazu. Das ist quasi, ja, so die PvP-Area, würde ich mal behaupten. Zumindest sind da die kompletten Händler für die PvP-Geschichten und auch ein paar Zielertrappen, die man benutzen kann, um so ein bisschen seine DPS-Rota zu üben. Und hier gibt es einen Händler, gleich hier am Eingang, den Feldmeister Glutrat oder wie der heißt. Und wenn wir den anquatschen, hat der einen Haufen Gear und auch ein paar andere Items, die man alle kaufen kann für blutige Abzeichen. Diese blutigen Abzeichen sind eine Währung, die man im Open World PvP bekommen kann. Wofür gibt's die? Wenn ihr einen Spieler tötet, kriegt ihr ein blutiges Abzeichen. Wenn ihr einen Airdrop aufmacht, das ist so eine Kiste, die kennt man vielleicht aus BFA schon, fliegt rüber, kommt eine Kiste runter, Horde und Allianz krabbeln sich da so ein bisschen. Wer die Kiste aufmachen kann, sind blutige Abzeichen drauf. Wenn jemand einen Bounty kriegt, also so ein Kopfgeld, dann und man den tötet, kann man so ein Säckchen looten, sind blutige Abzeichen drin. Ich meine, für die PvP-World-Quest kriegt man die auch. Heißt, alle Aktivitäten, um diese Marken zu kriegen, müsst ihr den War-Mode anschalten. Das macht ihr als Allianz in SW und als Hordler in OG. Wenn ihr das angeschalten habt, könnt ihr lostigern, euch ein paar blödige Münzen holen. Und ihr seht, die Items kosten alle nicht so viel, mal 200, 300, 500. Die Waffen kosten dann ein bisschen mehr. Und es gibt das teuerste Item aktuell, ist hier einmal ein Toy. Und zwar ist es die Siegesflagge des Verwüsters. Und mit dieser Siegesflagge können wir dann im Endeffekt ein Spielzeug lernen. Ich würde sagen, wir kaufen die. Ich habe mir ein paar Marken zusammengefarmt hier im War-Mode. Und ja, dann testen wir die auch einmal aus. Was macht die? Platziert auf der Leiche eines gegnerischen Spielcharakters vor euch eine Flagge. Ich würde sagen, das lernen wir einmal. So, jetzt brauchen wir einen gegnerischen Spielercharakter, den ich umboxen kann. Zu Demonstrationszwecken habe ich meinen zweiten Account schon mal rangeholt und der Char heißt komischerweise auch Taylor. Und den werden wir jetzt mal kurz unboxen und dann einmal die Siegesflagge reinrammen. Den habe ich da unten irgendwo abgestellt, da müsste er feindlich sein. Seht ihr, da haben wir den Kollegen. Der weiß nicht, wie ihm geschieht, da kommt erstmal der Hai und dann wird er weggemacht. Gut, der war schnell tot. Jetzt habe ich mir so ein Viech gepult. Der ist aber auch nur Level 60, ne? Jetzt schauen wir mal, ob das auf den Launcher auch geht. Also Sammlungen. Dann haben wir hier die Flagge. Ich habe kein Ziel oder euer Ziel ist zu weit entfernt. Ah, da muss man wirklich drinstehen. Und ihr seht, haben wir einmal die Flagge reingerammt. Und dort ist dann dementsprechend die schicke Siegesflagge. Ja, sieht ganz cool aus hier mit dem Drachenschädel, mit der Flagge. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Modelle davon. Also von anderen Siegesflaggen in Anführungszeichen. Das ist tatsächlich die schickste, die ich bis jetzt gesehen habe. Da leuchten sogar die Augen noch mit einem Haufen Knochenverzierungen. Ja, doch, hat was, definitiv. Sprich, wenn ihr irgendeinen Gegner im Open-World-PvP dominiert habt, könnt ihr ihm einmal die Flagge mitgeben, um ihn noch so ein bisschen zu shamen und zu zeigen, ihr seid hier der krasse Dude. Aber naja, gut. So viel dazu. Das ist die Flagge. Das ganze Ding hat nur eine Minute Abklingzeit. Also wenn ihr schneller als eine Minute tötet, dann müsst ihr halt neben den Leichen ein bisschen campen, um eure Flaggen einmal reinzustecken. Das sind die Informationen, die ich euch geben kann. So eine kleine Randinformation vielleicht noch. Die PvP-Worldquests sind immer zwei Stück pro Tag ab. Ihr kriegt eine, wo ihr einen Balken auffüllen müsst und eine, wo ihr einen Boss töten müsst. Da sind dann natürlich auch die meisten Leute, die die PvP-Aktivitäten absolvieren und dementsprechend könnt ihr da am besten auch die Münzen farmen. Zusätzlich habt ihr ja noch in den verschiedenen Gebieten diese Airdrops. Ihr seht da auf der Map, da fliegt dann so ein Gefährt rum, dann droppt eine Kiste runter. Auch da habt ihr dann die Möglichkeit, die Münzen zu kriegen. Und das Letzte, was ich ja schon gesagt habe, die Bounties, die werden auch aus der Map angezeigt. Wer quasi so ein Bounty drauf habt, wenn ihr diese Person tötet, dann gibt es natürlich auch nochmal einen Haufen Münzen, wenn ihr das Säckchen lootet. Wahrscheinlich sind die Leute aber, die ein Bounty haben, schwerer zu töten, weil die haben vorher halt x Leute umgebracht und dementsprechend müsst ihr da vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Münzenfarmen und beim Toy holen. Ich verabschiede mich an der Stelle, euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.